Hey Leute, was geht? Es ist wieder soweit. Deadlifts sind wieder an der Reihe. Und wieder versuchen wir es mit 5 Kilo mehr. Heute wären es dann 240 Kilo für 5 Wiederholungen. Puh, das ist krass. Das ist natürlich, jede Woche ist es ein Gewicht, was ich noch nie geschafft habe. Aber es ist natürlich auch immer so jetzt schwierig, weil die Streak kann natürlich nicht unendlich lange weitergehen. Und deswegen wird es auch immer wieder eng. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich schaffe. Ich kann nur wieder mich versuchen, so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Das habe ich nur jetzt leider irgendwie nicht ganz so perfekt geschafft. Ich habe mehr oder weniger vergessen, die Woche Kreatin zu nehmen. Voll verpeilt. Naja, immerhin wiege ich einigermaßen was. Also ich habe mich heute Morgen gewogen, wog ich 105 Kilo. Also insofern habe ich ein bisschen mehr Masse als letztes Mal. Allerdings habe ich mich, glaube ich, bei der Beinpresse ein bisschen übernommen und jetzt fühlt sich mein Knie nicht ganz so hundertprozentig an. Aber ich denke schon, dass ich noch deadliften kann. Und naja, habe gestern den Tag wieder Pause gemacht. Aber halt nur ein und nicht zwei Tage Pause. Und naja, versuche ich jetzt halt gerade gleich mal Booster zu nehmen und hoffe auf das Beste. Moin Leute, ich bin jetzt hier im Voiceover, ein paar Tage später aber, und naja, was kann ich zu diesem Training sagen? Das war ziemlich verrückt. Vor allem, weil ich viel zu viel Koffein genommen habe. Und ja, dann kam halt dazu, dass ich zu Anfang nicht alle 20er hatte. Gerade eben habt ihr gesehen, ich hatte nur 21er und viele 15er. Dann haben wir irgendwie ein paar 20er noch dazu bekommen und aber auch nicht alle. Wir haben insgesamt 8 20er im Studio. Ja gut, man könnte sagen, es ist ein bisschen egoistisch, dass ich alle fürs Kreuzheben haben will, aber irgendwie, es hat mich so fertig gemacht, weil ich einfach in so einem Geisteszustand war durch das ganze Koffein. Da hat mich jede kleine irgendwie Bewegung hat mich so krank fertig gemacht, so aufgeregt. Ich war so nervös und naja, ich würde sogar fast sagen, es war vielleicht ein bisschen, also auch für die Leistung so ein bisschen zu viel Koffein, aber naja, deswegen, das war echt irgendwie komisch. Jedenfalls beim Deadlift später ging der Effekt dann wieder ein bisschen runter. Da war ich dann nicht mehr ganz so kirre, aber vor dem Deadliften war ich richtig fertig. Ja, das ist nochmal letzter mit 220, bevor dann das Arbeitsgewicht kommt. 240 Kilo. Und ja, seht ihr dann mal. Fuck, ich wollte jetzt noch ein fünftes Mal, aber das mache ich nicht, scheiße. Scheiße. Ja, und wie ihr jetzt sehen könnt, leider waren es nur vier und ich war auch halt so am Überlegen, aber der vierte, der war halt echt schon der übelste Grinder, wie man so schön sagt. Also da haben auch schon meine Beine so ein bisschen angefangen zu zittern und so weiter. Naja, also ich denke, war gut, dass ich es bei vier belassen habe und ja, dann ging es weiter zu Overhead Press. 80 Kilo 3x5 war relativ easy, sage ich jetzt mal. Und das ist aber auch das Besondere, weil vorher ging 80 Kilo für 5 Wiederholungen nicht ganz so easy. Also von daher, aber ich habe dann auch nicht mehr gepusht, sage ich jetzt mal. Hab dann nicht gesagt, ja, mal 6 Wiederholungen oder so. Und einfach gesagt, okay, 3x5, das ist schön, dass es so einfach geht. Mache ich einfach. Und kann man ja irgendwann später nochmal versuchen, sich zu steigern. Und
Ja, das dazu. Jetzt sitze ich hier ein paar Tage später und mein Bein macht wieder Probleme. Und das könnte wohl auch daran liegen, dass ich, wie halt ich vorhin schon angemerkt habe, Beinpresse gemacht habe, richtig heftig. Und dann halt danach Kreuzheben, richtig heftig. Und naja, deswegen habe ich jetzt die letzten Tage erstmal nicht trainiert und werde auch den Rest der Woche nicht trainieren. Und hoffe, dass es dann dadurch am schnellsten wieder weggeht, wenn ich einfach keine Belastung drauf habe. Weil ich habe auch überlegt, soll ich halt zum Arzt gehen, aber das Ding ist, ich müsste halt zu so einem Spezialisten gehen. Und da es ja jetzt nicht akute Schmerzen verursacht, es ist ja einfach so, es sind halt keine krassen Schmerzen, dann werde ich sicherlich auch nicht irgendwie schnell behandelt. Und wenn die eh nur sagen, ja, dann belaste das nicht und leg dich ins Bett und ruh dich aus oder so ein Scheiß. Und dann denke ich mir, okay, mache ich das einfach mal. Also, ist halt irgendwas mit Muskeln und Sehnen und so, keine Ahnung, überlastet. Was auch immer, so wie es sich anfühlt. Und dann versuche ich halt einfach, denen so viel Ruhe zu geben wie möglich. Ja. Achso, danach habe ich noch ein bisschen Schrägbankdrücken gemacht. Also wie ihr seht, ich habe ja die letzten Wochen immer nur sonntags das Training aufgenommen. Unterscheidet sich das doch durchaus ein bisschen. Ich habe im Moment keinen festen Trainingsplan. Und deswegen trainiere ich einfach nur irgendwie so vor mich hin. Und da war jetzt halt, habe ich mich wieder mit einem Kollegen getroffen. Und dann haben wir halt irgendwie so auch Spaß gemacht. So, ja, was machen wir denn? Was ist dann irgendwie so witzig? Ich habe auch spontan, gerade eben bei Overhead Press war so spontan, habe ich gedacht, habe ich lange nicht mehr gemacht, mache ich mal wieder Overhead Press. Also lang im Sinne von, also ich versuche schon regelmäßig zu machen, irgendwas für Schultern, aber ich mache dann halt meistens doch eher Bankdrücken. Und deswegen mache ich halt nicht so oft Overhead Press. So vielleicht einmal in der Woche oder so höchstens. Und ja, hier dann nochmal Seitheben, später dann noch was für die hinteren Schultern. Also wie gesagt, im Moment keinen festen Trainingsplan, ich bin jetzt halt immer liegen. Was ich machen soll, ich denke mal, ich werde versuchen, die nächsten Wochen auch erstmal meine Beine nicht zu belasten, aber dann halt doch wieder mit dem Fahrrad ins Studio zu fahren und dann halt nochmal wieder Smalllock für Bankdrücken zu machen. Habe ich schon zweimal gemacht, alle guten Dinge sind drei. Dann werden auch mal wieder, denke ich mal, Trainingsvideos kommen, wieder mit Bankdrücken und weniger mit Kreuzheben, weil das lasse ich dann erstmal wieder für ein paar Wochen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich hatte ja schon mal für, ich glaube, 2 Monate Kreuzheben aufgehört und dann habe ich nach 2 Trainings war ich genau wieder da, wo ich angefangen habe. Also ich denke, man wird nicht so viel Kraft verlieren. Ja, das Video ist vorbei. Hoffe ich, euch hat es irgendwie interessiert oder so. Ich hoffe, ich werde bald wieder gesund und dann bis zum nächsten Mal.